Auch hier werden die Socken so weit wie möglich über diese blassen, kahl rasierten Waden gezogen. Oben drüber sieht man noch die Jeans, die auch aufgekrempelt wurde, soweit, dass die Blutzufuhr zu den Unterschenkeln so weit abgeklemmt ist, dass bei einem kurzen Aufstehen der absolute Kollaps vorprogrammiert ist. Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, zwei Dinge, die man gut erkennen kann. Punkt Nummer 1, ich sehe immer noch aus wie einer von 101 Dalmatiner. Wer sich immer noch fragt, wie das Ganze passiert ist, ja, der ist eindeutig inaktiv. Nein, ich habe keine auf die Fresse bekommen. Die Lösung und Antwort dazu findet ihr, wenn ihr einfach dieses Video hier oben anklickt. Punkt Nummer 2, ich befinde mich eindeutig nicht zu Hause. Ich bin immer noch im Urlaub hier in Obertown, im Skiurlaub. Kann man sich schon mal gönnen, würde ich sagen. Und ich glaube, Freunde, wir nutzen dieses wunderbare Umfeld für alles andere als wunderbare Outfits. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Eure schlimmsten Outfits. Maximilian Army's Worst Fits. Liebe Freunde, ich habe wieder sehr viele Zusendungen von euch bekommen unter der dafür gegründeten Instagram-Page Mama What the Fuck. Wer von sich Bilder hat, die ihm richtig peinlich sind, weil er sich damals einfach Dinge angezogen hat, die furchtbar aussehen, aber er damals relativ stolz auf dieses Outfit war, der lässt sie mir über diese Instagram-Page zukommen, wird auch oft mal eines der Bilder gerepostet und manche schaffen es sogar in dieses Video. Wie folgende Bilder. Leute, wir werden uns jetzt einige Bilder ansehen. Ich habe hier diesmal keine Reihung erstellt, weil ich finde, jedes Bild für sich hat seine Vorzüge. Dementsprechend werden wir jetzt einfach die Bilder, die ich herausgesucht habe, aus unseren 100 Einsendungen durchgehen und ein bisschen zu meinen Senf abgeben. Aber Freunde, wie ihr am Freitag schon erfahren habt, gibt es ein ganz besonderes Gewinnspiel. Wenn ihr jetzt auf meine Homepage maximilian.eu geht und euch meinen Merch holt. Wenn ihr den Merch gekauft habt, liebe Freunde, dann postet eure Bestellbestätigung in eure Insta- oder Snapchat-Story, markiert mich, denn dann gibt's was ganz Besonderes zu gewinnen. Und zwar, letzte Woche gab es ja die Nike Off-White Air Force One Volt. Diese Woche gibt's was ganz Besonderes. Wie man schon sehen kann, es ist von Nike und es ist natürlich in einer Off-White-Kollabo. Aber dieses Mal sind es die brandneuen Air Max 90. Sau teuer, also das steht schon mal fest. Alles, was ihr tun müsst, ist Merch kaufen, Bestellbestätigung in eure Insta- oder Snapchat-Story und schon seid ihr dabei und könnt diesen wunderbaren Schuh gewinnen. Aber wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, Freunde. Wir sehen uns die allerersten Outfits an. Gehen wir zum Jungen Nummer 1. Hier bitte schön das Foto. Also, was ich hier auf den ersten Blick erkennen kann, der Boy hat den gleichen Hoodie wie ich. Ich hab den auch, das ist der Justin Bieber Merch. Stadium Tour. Aber die Hose, Freunde, was ist mit der Hose passiert? Sieht circa so aus wie die Wasserleiche eines Krampuses, ja. In alle Richtungen stehen da die Fetzen und diese Fäden und drunter ist trotzdem noch Jeansstoff. Also das habe ich sowieso noch nicht verstanden. Für was haben Jeans Löcher, wenn drunter dann erst wieder Jeansstoff ist? Also für mich irgendetwas. Dann die Schuhe dabei, die EQT Master sind das, glaube ich. Eine Daunenjacke. Ja, so im Prinzip kein schlimmes Outfit, aber die Hose, Freunde, das ist einfach ein optisches Erbrechen, meiner Meinung nach. Aber okay, wir gehen zum nächsten Boy und den finde ich schon mal mega witzig, weil er einfach das Taschengeld der letzten Monate hier vor sich aufgebreitet hat, um seinen Schulkollegen zu zeigen, wer der ärgste Baller im Game ist. Natürlich noch die Shoulderbag, die er sich hier umgeschnürt hat und die Adidas Cap, die er sich vermutlich von seinem großen Bruder ausgeborgt hat. Also stabiles Outfit hat der Helmi da, ja, also kann man auf alle Fälle lassen. Yeezy sind natürlich auch am Start. Nike und Adidas in einem Outfit absolut zu vermischen, kann man natürlich machen, ja, warum nicht. Ziemlich gut geflext in diesem altbackenen 70er Jahre Zimmer, kommt richtig gut, ein perfektes Insta-Profil. Pick, wie ich sehe. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Socken. Liebe Freunde, wie viele Leute da draußen gibt es, die der festen Überzeugung sind, dass man umso cooler wird, je höher man sich seine Socken raufzieht. Also das ist ein Paradebeispiel dafür. Hose über Socken schaut natürlich immer genial aus. Vor allem mit diesen Adidas Socken, die lange nicht für diese Länge gemacht wurden. Sieht schon fast aus wie solche Leg Warmers bei Ballerinas. Dann noch die Haube über der Kappe, um hier zu zeigen, man ist ein richtiger
gängst. Also finde ich eine vollkommene Katastrophe. Und diese weißen Adidas Socken, die einfach jede Basic Bitch im Hype Game zu Hause in der fünffachen Ausfassung hat, gehen mir schon langsam schon auf die Nerven. Vor allem, wenn sie über Jeans, wie kann man das über Jeans drüber ziehen? Bei Jogginghosen kann ich es ja noch verstehen, wenn man es nicht unbedingt bis zu den Kniescheiben zieht. Aber bei Jeans, Freunde, was ist denn da los? Wir kommen zum nächsten Boy. Auch ein absoluter Profi in der Kategorie Socken. Hier werden die Socken mit Gewalt bis zum Ermüdungsriss des Materials wieder Richtung Patellasehne gezogen und dann wird die Hose auch noch aufgekrempelt. Ja? Aber so weit, dass das Adidas-Symbol noch ersichtlich ist. Ja? Je nachdem, wie weit man sich diese Socken raufzieht, dementsprechend hoch ist dann das Adidas-Symbol und dementsprechend hoch muss man die Hose dann auch krempeln. Ich weiß nicht, ob man hier noch vom Pinroll sprechen kann, finde ich eine absolute Katastrophe. Völlig zu Recht in der Kategorie Socken gelandet. Dann kommen wir zum Baba des Stadtparks, Freunde. Okay, perfektes Outfit, Zigarette im Mund, ein ordentlicher Cheek ins Gesicht gesteckt, den Pullover, keine Ahnung, entweder vom zweijährigen Bruder ausgeborgt oder aus der Humana-Box hinausgefischt, vielleicht aber auch auf der Kinderwippe am Spielplatz im Park gefunden. Kann natürlich auch leicht sein, wie man hier leicht erkennen kann, es ist natürlich kein ernst gemeintes Outfit, was aber prinzipiell eine absolute Voraussetzung ist, um hier zu landen. Die Tasche, keine Ahnung, schaut irgendwie relativ weiblich aus. Und dazu noch die kurze Badehose mit den Adidas. Ich glaube auch das sind EQT, bin mir nicht ganz sicher. Bei diesem Modell keine Ahnung, aber stabiles Outfit und auf jeden Fall furchterregend. Schauen wir zum nächsten Brudi. Der ist einfach am Chillen. Der ist einfach King. Er ist einfach absolut fertig von seiner 36-stündigen Fortnite-Session. Ist hier kurz vorm Zusammenkippen. Der Zusammenbruch ist ihm ins Gesicht geschrieben. Die Kopfverlängerung funktioniert ja super mit dieser Chicago Bulls-Kappe. Macht den Kopf doppelt so lang. Falls er das erwünschen hat, hat es perfekt funktioniert. Diese Nudeln, die da aus seinem Tanktop kommen, sind, glaube ich, schon Teil der Vorspeise, die ihm seine Mutter gereicht hat. Die spastisch bewegten Finger zeigen hier eindeutig, dass schon der Fingerkrampf und vielleicht auch die Sehnenscheidenentzündung hier akut geworden ist. Mit der kurzen Jogginghose, um möglichst gemütlich bei so einer langen Session zu sitzen, hat er hier outfit-technisch einfach alles richtig gemacht. Zusätzlich noch die Kaugummi-Uhr am linken Arm, um hier feststellen zu können, ob es draußen eigentlich hell oder dunkel ist. Sieht man nicht, wenn die Jalousien in dieser Gruft, die er sich da als Spielhöhle gebaut hat, verriegelt sind. Dementsprechend absolut passender Fit für diese Umstände. Wir schauen zum nächsten Bruder, liebe Freunde. Und er ist der Gangster der Vorstadt. Er ist der Baba des Ostblocks, er ist der deutsche Vorgarten-Garagen-Chabo. Also alles richtig gemacht, keine Ahnung, was er da für einen Alkohol hat. Vor sich hat er ein wirklich sehr, sehr krasses Lagerfeuer, das mindestens genauso lit ist wie seine Adjustierung. Wir finden hier wieder die Adidas-Socken über Hose gekrempelt, so wie sich das Ganze gehört. Yeezys hat er auch noch an, also auch bei diesem Fit alles richtig gemacht. Was ist das für ein Shirt? Das kann man nicht so gut erkennen, aber ich kann hier noch eine Halskette erkennen. Ja, also auch hier mit der Sonnenbrille und diesem Pelz auf dem Kopf ein sehr stabiles Outfit, kann man auf alle Fälle zu Fasching schon mal machen. Der nächste Boy hat sich hier den perfekten Ort zum Flexen ausgesucht, thematisch richtig neben dem Mistkübel, weil sein Outfit genauso Müll ist, schaut wirklich super aus. Die Schuhe, die hat er bei den letzten 5 Festeln gerockt und dementsprechend viel Alkohol ist da drin, vermutlich mehr als das, was er da in seiner Hand hält. Die Jeans hat er vermutlich selbst aufgerissen, ein Kopfhörer ist draußen, der andere ist drin, um möglichst wenig Kommunikation mit möglichst vielen Worten durchzuführen. Die Kappe kann man sich noch ein Stück weiter nach unten ziehen, so dass man wirklich nichts mehr sieht. Dann ist auch die Brille, die er aufhat, nicht mehr notwendig. Also auch hier ein sehr stabiles Outfit im passenden Umfeld. Der nächste Brudi bin anscheinend ich. Ja, ich habe mir auch ein altes Bild von mir ausgesucht. Außer peinlich, nur mehr peinlich, auch ich habe in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht. Die Hose, eindeutig Karottenjeans, ich weiß nicht, wie ich mich mit dieser Oberschenkelbreite in diese Hose gesprengt habe, keine Ahnung mehr. Dazu habe ich meine Yeezy an, oben drüber noch das Cocaine and Caviar Shirt, das ich mir damals in Berlin gekauft habe und zurück in meinem Kauf geglaubt habe, ich bin der größte Fashion Motherfucker überhaupt. Heute ist mir das peinlich mit diesem Leder, mit dieser Lederverlängerung da unten. Dann eine viel zu enge Weste von Element, einer Skate-Marke. Innen sieht man noch dieses weiße Fell, schaut furchtbar aus. Oben drüber dann noch einen Hut. Also keine Ahnung,
wie soll dieser Hut zum restlichen Outfit passen? Also, fürchterliche Katastrophe. Ich war der Meinung, es schaut mega cool aus. Hab tatsächlich auch Komplimente bekommen von Leuten, die genauso modeblind waren wie ich. Dann wir schauen zum nächsten und auch zum letzten Outfit. Das ist auch ein Boy aus der Maximilian Army, der sich natürlich auch den Merch geholt und somit bei dem Gewinnspiel dabei ist. Das weiß ich aus sicherer Quelle, denn mit dem habe ich geschrieben. Hier ein absolut stabiles Outfit. ja, ich bin eigentlich fast schon sprachlos. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass es sogar irgendwie zusammenpasst. Wenn man sich jetzt diese Frozen Yellow Yeezy ansieht, sieht man, dass die farbtechnisch fast schon oder mit viel Augen zudrücken zur Jacke passen. Die SpongeBob Socken dazu machen das ganze Outfit erst so richtig witzig. Auch hier werden die Socken so weit wie möglich über diese blassen, kahl rasierten Waden gezogen. Oben drüber sieht man noch die Jeans, die auch aufgekrempelt wurde. Soweit, dass die Blutzufuhr zu den Unterschenkeln so weit abgeklemmt ist, dass bei einem kurzen Aufstehen der absolute Kollaps vorprogrammiert ist. Wichtig, das Outfit wird hier noch verfeinert mit einer Supreme Cap, damit man hier auch nicht nur mit den Yeezys anzeigen kann, dass man ein absolutes Hype ist und ein absoluter Flexer ist. Ein tolles Outfit und ein perfektes Outfit zur Abrundung, liebe Freunde. Was sind eure Meinungen zu diesen Outfits? Wie fandet ihr die einzelnen? Was habt ihr am hässlichsten? Was habt ihr am besten? Und was habt ihr am witzigsten gefunden? Schreibt mir das alle in die Kommentare, liebe Freunde. Und nicht vergessen, maximilian.eu, erster Link in der Infobox. Holt euch meine Merch, viel ist nicht mehr da. Also das kann ich verraten, es sind nur ein paar wenige Stück. Postet die Bestellbestätigung in eure Insta oder Snapchat Story. Und staubt euch diesen richtig nicen Nike Off-White Air Max 90 ab. Liebe Freunde, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich werde mich jetzt in den Wellnessbereich schmeißen, noch ein bisschen entspannen. Bis dahin, liebe Freunde, das war's von mir. Euer Maximilian.